In diesem Video schauen wir uns den VPN-Anbieter ovpn.to mal genauer an. Wie immer beginnen wir mit der Geschwindigkeit. Hier habe ich einen Test mit und ohne VPN gemacht. Ohne VPN gibt meine Leitung ungefähr 102 Mbit pro Sekunde her. Mit VPN ist das Höchste, was ich erreicht habe, 91 Mbit pro Sekunde. Was positiv aufgefallen ist, ist die Latenz. Hier muss ich wenig Abstriche machen. Lediglich 8 Millisekunden länger läuft ein Ping, wenn ich ihn gegen den Google DNS Server schicke. Das ist sehr positiv. Negativ ist halt der deutliche Geschwindigkeitsabfall von ca. 10%. Andere VPN-Anbieter sind da schneller. Wir kommen aber später dazu, woran das liegen könnte. Schauen wir uns mal die Funktionen an. OVPN liefert eine eigene Software mit, die ist allerdings meiner Meinung nach sehr unübersichtlich gestaltet. Ihr seht hier die Screenshots, es gibt keine einheitliche GUI, sondern man ruft verschiedene Fenster aus dem Kontextmenü heraus auf. Das sieht dann halt entsprechend so aus, es gibt ein Fenster für Server, es gibt ein Kontofenster, es gibt ein Einstellungsfenster und eben das Kontextmenü. Hat mir persönlich nicht so gefallen, deshalb gibt es da kleine Abzüge. Nichtsdestotrotz, man hat viele Funktionen und Einstellungen in der Software, zu denen kommen wir jetzt. Also man kann sich auf Port 443 und TCP verbinden. Das ist besonders wichtig, wenn man aus zensierten WLANs rauskommen will. Es lassen sich ganz viele Geräte gleichzeitig nutzen. Pro Server ist eine Verbindung möglich und es gibt ja über 40 oder 50 Server. Es werden OpenVPN-Config-Files angeboten. Eine eigene Software steht, haben wir ja gerade gesehen, zur Verfügung. Viele Informationen über die Server kriegt man angezeigt in der Software. Es gibt einen SSH-Tunnel, das ist vor allem für diejenigen interessant, die vielleicht aus China heraus sich verbinden möchten, weil China blockiert ja VPN-Verbindungen. SSH-Verbindungen scheinen aber von dieser Blockade noch nicht betroffen zu sein. Port-Forwarding wird angeboten, bieten auch nicht viele VPN-Anbieter an. Man hat einen Proxy-Server zur Verfügung und der VPN umfasst 15 Länder. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die unübersichtliche Software und dass man pro Server nur einen Port zur Verfügung hat. Kommen wir zur Sicherheit. Es gibt keinen IP-Leak, es werden keine Logs angelegt, da muss man halt dem Anbieter vertrauen. Es wird auf sehr hohe Verschlüsselungsstandards gesetzt. Die hohen Standards bei der Sicherheit in Kombination mit der Authentifizierungsmethode sind wahrscheinlich der Grund für die Einbußen bei der Geschwindigkeit. Und es gibt einen SSH-Tunnel, also hier gibt es natürlich die volle Punktzahl, mehr kann man hier nicht erwarten. Auch beim Support kann ovpn.to punkten. Es wird ein Internet Relay Chat angeboten, Jabber, es gibt ein Forum, man kann per Mail sich an den Support wenden, es gibt eine gute FAQ und man bekommt kompetente technische Hilfestellungen. Kommen wir also zum Preis. ovpn.to liegt etwas im höheren Preisbereich. Das relativiert sich aber wieder, da komme ich gleich dazu. Also für ein Jahr zahlt man 80 Euro, für einen Monat zahlt man 10 Euro. Der Preis relativiert sich aber wieder, wenn man weiß, dass theoretisch Account-Sharing möglich ist. Erlaubt ist es nicht, in den FAQs steht aber auch drin, dass das gar nicht nachgeprüft werden kann. Und man kann mehr als 40 Verbindungen gleichzeitig aufbauen. Auch das gibt es am Markt sehr selten. Kommen wir also zum Fazit. Man hat sehr viele Funktionen, viele Geräte gleichzeitig können sich verbinden, OpenVPN als Standard wird angeboten, eine eigene Software wird geliefert, die Sicherheitsstandards sind sehr hoch und es werden laut dem Anbieter keine Logs angelegt. Auf der Kontraseite steht die Software und die Geschwindigkeit. Deshalb bekommt ovpn.to von mir 4 von 5 Schilden und ist damit eine klare Kaufempfehlung.